Hallo, ich bin's wieder mit unserer Griffbereit-Serie. Das ist jetzt mein Set aus meiner Vorführtasche, weil persönlich habe ich das alles in so einer Grimms-Schublade drin. Aber jetzt seht ihr es ja einmal schöner. Also unsere Griffbereit-Serie sind die super Küchenhelfer. Wichtig bei denen ist es bitte, die nicht auf dem Topf oder im Topf liegen lassen. Und gerade hier so beim Schneebesen dann auch nicht rühren und kurz drin liegen lassen. Und dann kurze Zeit später wieder rühren. Also rühren und raus auf eine Löffelablage, auf den Deckel oder sonstiges. Und dann hast du ewig von denen. Und dann helfen dir die auch. Gerade zum Beispiel unser kleiner Schneebesen finde ich eine super Idee, dass der unten nicht zu ist. Dadurch bleiben nicht immer so die Klumpen unten drin hängen. Ne? Das ist also der Püriermeister, mit dem hat bei mir alles angefangen. Ist übrigens Zebra-Rollenhalter und Flaschenhalter in einem noch daneben. Ne? Dann gibt es natürlich die große Kelle. Oder auch die kleine Kelle, das ist gerade so ganz cool für Bowle, wenn man dann auch mal das Glas treffen möchte. Oder Soßen. Die Chefzange nutze ich jetzt tatsächlich eher wenig, da bin ich nicht so ein Riesenfan von. Eine kleine Reibe für Parmesan direkt auf dem Teller. Habe ich jetzt auch noch nicht so häufig benutzt. Was ich super finde, ist unser Löffelsieb. Das ist nämlich ein Schaumsieb, was mal so richtig tief ist. Da kriegst du also, wenn du Spätzle machst oder wenn du Eier kochst, das richtig schön wieder raus und dann passt auch mal ein bisschen mehr da drauf. Das ist mein Allrounder, das ist unser Servierlöffel, weil mit dem kannst du rühren in der Pfanne, aber auch geschnetzeltes oder Gemüsepfannen direkt auch auftun. Ne? Davon habe ich sogar zwei in der Schublade, weil das ist so ein Multifunktionsgerät. Kochlöffel haben wir natürlich auch noch. Ich hätte auch noch welche mit Loch in der Mitte, falls da jemand Interesse dran hat. Unser Tortenstück für alles an Kuchen, ein Tellerbesen für alle, die so Soßen super gern andicken möchten, in der Pfanne direkt, dann kannst du mit dem also super gut arbeiten. Dann die Schäler natürlich, was habe ich hier noch? Unser Salatbesteck von der Allegra-Serie, die schmale Palette für alle, die so Torten verzieren und ein richtig fetter großer Pfannenwender, um das panierte Fischstück auch zu wenden, ohne es in Teile zu fleddern. Ne? Hier haben wir noch einen Silikonpinsel. Der ist übrigens noch ganz cool, weil der hat hier innen eine durstige Lasche. Ja, da kann man sie sehen. Das ist nämlich also ein Silikonpinsel, den man nicht alle 30 Millisekunden nachtunken muss. Und du kannst ihn in der Schublade zusammenklicken, dass er nicht so einen Staub ansammelt. Und dann zu, wenn er jetzt komplett mit Schoko voll gesuddelt ist, kannst du den noch komplett auseinanderbauen. Also wirklich alle Einzelteile auseinanderbauen und in die Spülmaschine machen. Also eine richtig coole Geschichte. Und das sind unsere Griffbereithelfer. Wenn Fragen sind, meldet euch einfach. Ja, bis denn. Ciao.